Herzlich willkommen auf Teen Football, die Themen. Der VfB steht kurz vorm Verkauf von Darko Chulinov. Außerdem, Thilo Kehrer verlässt PSG und Stuttgart plant Mega-Deal mit Stürmer vom FC Bayern. Viel Spaß. Also, ihr habt richtig gehört. Direkt mal zum Anfang. Chulinov ist anscheinend mit dem RSC Anderlecht einig. Das heißt, er könnte Ende der Woche noch weg sein. Stuttgart will ihn auch verkaufen, ganz klar. 5 Millionen Euro wollen sie mindestens für ihn haben. Vielleicht auch 6, 7 Millionen noch rauspokern. Und kann sein, dass er dann schon Ende der Woche weg ist. Also meiner Meinung nach wäre das ein absoluter Fehler, weil Chulinov hat in der Vorbereitung eine Bombenleistung gezeigt. Und auch jetzt im ersten Spiel gegen Leipzig hat er keine schlechten Spiele gemacht. Und auch im DFB-Pokal hat er uns den Arsch gerettet als Stürmer. Also ich verstehe nicht, warum man ihn verkaufen sollte, weil klar, die 5 bis 6 Millionen, die kann man vielleicht nochmal gebrauchen, aber ich finde, er ist wertvoller, wenn er nochmal ein Jahr bei uns bleibt, weil er ist noch relativ jung, 22 Jahre, kann sich noch entwickeln, durch seine Mentalität unheimlich wichtig für die Mannschaft und er macht auch die wichtigen Tore und er ist unheimlich flexibel und er kann ein Startelf spielen, so wie von der Bank einfach mega gut noch reinkommen und frischen Wind reinbringen. Also ich würde nicht verstehen, warum man ihn abgeben würde. Und ich fände es auch mega schade. Nächstes Thema wäre dann Thilo Kehrer. Er ist kurz davor, PSG zu verlassen. West Ham und Sevilla sind an ihm interessiert. PSG hätte gern 20 Millionen für ihn. West Ham hat bisher nur 10 Millionen geboten. Sevilla ist auch noch im Rennen. Aber sie haben ein bisschen Abstand genommen von der Verpflichtung. Also es kann in den nächsten Tagen sein, dass er dann bei West Ham vorgestellt wird. Und jetzt nochmal, auch aktuell sehr heiß. Also anscheinend soll es laut Sky immer noch so sein, dass ManU immer noch Interesse an Kalajdzic hat, weil sie eben sonst niemanden verpflichten können aktuell. Das heißt, es könnte da bald mal ein Angebot reinkommen. Und der VfB plant tatsächlich auch nicht mit Kalajdzic. Für sie ist es ein Verkaufskandidat. Und Stuttgart hat auch schon einen Ersatz im Auge. Und zwar Zirkzee vom FC Bayern. Er war ja letztes Jahr ausgeliehen in die Niederlande und ist auch erst 21 Jahre alt und Stuttgart hat eben angerufen beim FC Bayern und hat mal das Interesse hinterlegt. Das heißt, wenn Kalajdzic gehen würde, dann würde man sich Zirkzee holen. Der FC Bayern verlangt ca. 20 Millionen Euro für ihn und eine Rückkaufoption. Zirkzee hat auch Interesse daran, zum VfB zu gehen, also von dem her, finde ich, würde schon passen. Meiner Meinung nach eigentlich ein guter Transfer, 20 Millionen finde ich sind aber zu viel für einen Zirkzee, der jetzt halt ein Jahr 20 Tore in der niederländischen Liga geschossen hat. Ich finde 15 kann man machen, aber ich glaube, Mislintat würde es hinkriegen, den Preis noch ordentlich runterzudrücken. Und meiner Meinung nach wäre es auch ein guter Ersatz für Kalajdzic, weil Zirkzee ist nicht ganz so groß wie Kalajdzic, aber auch stark per Kopf, aber auch hat die Knipserqualitäten und alles mögliche. Also meiner Meinung nach ein starker Ersatz. Er ist auch, hat auch ein unheimliches Potenzial. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man ihn dann beim VfB sehen würde. So, das war's mit der kurzen Ausgabe vom Transfer-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.